Bei The Witcher 3. Muss gar nicht erfordern. Also, wir hätten jetzt meine Familienangelegenheiten. Dann hätten wir die Herren des Waldes. Das ist später. Okay. Nein, das ist auch interessant. Nein, das ist auch anders. Okay. Moment. Ja, ich habe das Richtige. Okay. Na, dann machen wir Hauptquest, ne? Okay, machen wir die Herren des Waldes mal, ne? Machen wir nochmal. Oder spiele ich noch eine Runde gewinnt? Ach komm, ich spiele noch eine Runde gewinnt. Ich bin spielen. Kann wir. Losgehen. So. Gucken wir mal, ne? Nein! Ach, Mann, ich würde es mal durchstechen. Ah, egal. Egal. Noch die. Oh. Machen wir die dann. So. Was soll ich haben? Okay, nachher müssen wir mal. Was? Wer mich verarscht, diese Mistgeburt, diese Räudige? Karte spielen, die schlecht ist. Scheiße. Ich muss jetzt versuchen, genau jetzt ihn zu besiegen, sonst bin ich am Arsch. Alter, wie oft hat er diese verfickte Karte? Okay, ich hab verkackt. Ich bin schon wieder am Arsch. Der fickt mich immer.
Aber ich habe jetzt nämlich nur noch die Karte hier. Ja. Was hat denn der noch für Karten? Hallo Benton. Was hatte der jetzt? Was? Ach komm, fick dich. Alter, was hatte der auf einmal? Was hatte der noch für Karten in der Hand? Hä? Bei diesen Topfen und Malz. Dein Maul. Alter, Verzeihung, aber wirklich. Bien, bien. Et toi? Was? Oh nein, ich glaube, ich habe das versehentlich verkauft. Nein. Was nehme ich dann? Ah nee, ich glaube, ah nee, Quatsch, das hat der Platz ausgerüstet. Ich kann auch kein Spanisch, Junge. Na, wobei. Bien, bien. Ach nee, das ist ja. Ach, keine Ahnung. Also, du kommst hier erst Englisch, dann Spanisch. Wer ist als nächstes mit Russisch hier gekommen oder was? Leute, ich kann kaum Fremdsprachen. So. Oder sind die überhaupt nicht im Arsch? Hm, egal. Was? Noch 12 Reparatursets, ich brauche mal ein Reparatursets. Ich spreche kein Russisch. I only speak English and German. Verzeihung. Hol den Sonderling raus. Ich glaube, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Hm? Salut, oui, oui, ça va. Huch. Hey, Benton, es ist ewig her. Oh, geh aus dem Weg. Also, weißt du, wie lange es her ist, dass ich Französisch in der Schule hatte? Junge, Junge. Bei hier. Und du bist der Hexenmann?
Der Mutant? Hm. Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ich würde gerne Japanisch kennen, können, muss ich gestehen. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Tja. Oh, ich kann ein paar Wörter auf Spanisch, Japanisch. Oh. Die eine ist... Was kommt jetzt? Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Wo die Beute? Lass uns Hinkebein was zu essen geben. Der würde bestimmt sogar seinen eigenen Rotz essen. Besser als rumzusitzen und uns am Arsch zu kratzen. Geh mir aus den Augen. Wie? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Das Waffen? Nein, nur Rüstung. Naja, sagen wir mal so. Oh, ich bin drüber gespannt. Wow! Deutsch kann ich auch. Ich kann sogar zwei verschiedene Versionen von Deutsch. Oh, ich werde eine Runde Gewinn spielen. Ich will unbedingt ein paar Partien Wind spielen. Los, Wind. Ich muss das Spiel lernen. Ich will das Spiel weiter lernen. Ich hab den im Karton. Dong. Ah, gut. Aktivierung. Oh. Alter. Merde. Nein. Dann kann ich sogar drei Versionen. Einmal Hochdeutsch, wie man ja normal spricht, und dann in verschiedenen und dann in einem anderen Dialekt. Gut, mein Freund. Pass mal auf, dass ich dir hier nicht gleich eine... Nee. Dadurch, dass ich aus Berlin komme, kann ich logischerweise ein bisschen berlinerisch. Von daher kann ich halt zwei Versionen von Deutsch. Das Hochdeutsch und das Berliner Deutsch. Dein Ernst? Nee, das mag man nicht. Ich konnte sogar mal sechseln, ein bisschen bayerisch. Aber das kann ich nur noch bedingt. Was? Dein Ernst, du Mongo? Dann nehmen wir die Blöcke.
denn für ein Mongol? Oh, da kann ich verschwächen. Genau. Yay, gewonnen! Was? Was willst du? S-O-S. Mist. Ich will nicht am Zug sein. Also am Zug sein. Nee, was? Was? Was denn? Ach nee, Moment. Dann habe ich gewonnen. Aber ich gewinnt. Ich habe gewinnt, gewinnt. Ja, müssen. Oh, was? Ich habe eine Karte erhalten. Das ist cool. Was kann ich für dich tun? Schwitzt auch gewinnt? Ja, komm. Ich bin jetzt so richtig schön so im, ne? Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Was? Willst du mir damit was sagen? Was gibt's denn eigentlich noch? Noch die Skoyatel. Ey, ich hab grad mal 4 Skoyatel-Karten. Gibt es Monster? What? Was? Nilfgaard. Mal kurz gucken, wie viele Karten ich hier von Nilfgaard habe. So. Ich brauche diese Wetterkarten nicht so oft. Die stehen. Ich nehme schon mal eine Karte rein. So. So. Da ich aber nur halt mit den nördlichen Königreichen kämpfen kann. Kämpfen, spielen. Was sollen hier? Smiley sind aber gut. Kann ich die andere Insel hier eigentlich auch noch? Bringt das überhaupt so viele Einzelkarten? Ja, wenn man die Fußball hat, nimmt man wieder raus. Okay, das ist der wenigstens. Okay. Versuchen wir mal.
Belagerung. Habe ich eine gut. Das war für eine Fernkampagne. Nee, kann ich nicht. Was? Da rein, Brian. Das wird hier wieder auch, oder? So. Was? Ich bin gefickt. Was? Alter, was? Alter, so ein Monster, der wäre schon geil. Alter, wenn ich, oder wenn ich dieses Eisding gehabt hätte. Ho, ho. Gut, halt dann nochmal. Du bist also dieser Weiße. What the fuck, Alter? What the fuck? Ey, da wurde ich gerade richtig in den Arsch gepickt. Oh. What? So, Weltkarte. So, wo muss ich denn hin? Oh, ich glaube, ich werde leider Radio. Du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu Atem. Vielleicht hat mich letzte Nacht. Oh. Komm schon. Ja.
kriegen wir hier. Ich hab dich in Vysima gesehen. So, gehen wir mal da uns die Quest angucken, wa? Hier ist etwas. Du hast nicht wo ist das Artefakt, das Kayle mir gegeben hat? Ein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren Wein gebracht. Der Fluch ist so sehr deine Schuld wie meine. Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen, mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roßler von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roßler hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen: Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Oh, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not, bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen. Sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge hier? Wie soll das denn gehen? Keine Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Wein oder vielmehr Essig. Aber es hat ihn trotzdem jemand getrunken. Ich könnte dem Geruch nachgehen. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Ach du Scheiße! Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten! Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolutionen, erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das Glauben mir.
Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit einem Jahrhundert vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht und ein Feuer angezündet, so groß, dass die Flammen durch den Mist geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Bauern haben nichts rein gar nicht. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitene? Wollen Gebete und Opfergaben, geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Jetzt hör mal zu, Speckarsch. Du gibst dich mit dem zufrieden, was du kriegst, sonst werfe ich dich den Raben vor. Verflixte Reformer. Na schön, ich speise bescheidener. Aber nur bis Kriegsende. Keinen Tag länger. Gott. Ich meine, ich hätte die Kreatur auch töten können, aber Gott. Dafür wäre ich ein bisschen zu schlecht bezahlt. Gibt's was Neues? Ich habe mit eurem Allgott gesprochen. Persönlich. Und wird er sich unser erbarmen? Wird er. Er hat versprochen, mit allem zufrieden zu sein, was ihr bringt. Ich hab's doch gesagt. Der Allgott ist gnädig und verständig. Danke, Hexer. Oh, eins noch. Wusstet ihr, dass unter diesem Hügel eine Gruft liegt? Ihr könnt sie ja mal ansehen. Faszinierende Architektur. Was? Ach komm, wir machen zuerst die Familienarmee entzünden und dann ist gut. Eins nach dem anderen also. Bitte weiß. Was? Ja, hallo. Dann. Hallo. Gehen wir da hin. Und dann haben wir den da noch da. Und da, dann noch da. Und da, dann noch da. Und da, noch da.
Mal wieder auf. Sammeln, hier die Kräuter auch nicht spielen, wie Grund das immer gemacht hat. Reck doch einfach mal, du! Wow! Bitte was? Plus 30. Schon definitiv die andere. Eigentlich kann man jetzt bei der Gelegenheit ein paar Fragezeichen mal machen. Weil bis wir da sind, dauert es ein bisschen, wenn wir laufen. Also finde ich zumindest, dass man das mal bei der Gelegenheit mal machen kann. Was möchte da getötet werden? Blut gesammelt. Sie ist definitiv, das Pferd. Na, mal gucken. Wäre doch lustig. Oh, ja.
Alter, warum waren die denn sofort auf Krawall gebildet? Nein! Beruhige dich, Nautling! Mir bleibt keine Wahl. Mann! Oh, der hat den Kopf verloren. Scheiße. Alter. Missgeburt, die. Looten! Alter! Ey! Schön weggeschlagen, trotzdem noch extrem stark. Ich glaube, das waren die, die hatte ich schon mal gekämpft, aber ich hatte halt. War das noch zu low level ich. Im Dach. Im Dach. Hey! Hä? Hey. Dann bleibt da drin und ich sterbe von mir. Ach, danke, jetzt? Hexer. Wenn du nach Maulbeertal reist, komm in meine Schmiede. Ich frage einfach nicht. So. Oder so. Ey, das funktioniert doch noch mal. Zum Dank etwas auf mich. Mädchen in der Stunde. Hallo? Yeah.
go, go, Paul. Aber Flügel. Hier ab. Scheiße, sonst. Meine Blutessen. Gut, dass es gut gekommen ist. Ah, du Mongo, ey. Fisch, Mongo. Awesome.
Oh nee, ein Almul. Speichern wieder mal. Ja. Nicht, dass ich wieder unsinnig sterbe, das kann ich sehr gut. Also doch, sterben. Also sterben kann ich ja dann, aber nicht mehr so oft. Genau. Natürlich kannst du bei uns bleiben. Was ist denn das für eine Frage? Bring auch deine Familie mit. Hierher ist der Krieg noch nicht gekommen. Wir haben massenhaft Essen. Ich habe in den letzten Wochen sogar zugelegt. Wenn du mir etwas Bier und Schinken weg isst, hättest du mir sogar einen Gefallen. Wir bereiten dir schon ein Bett vor. Du schläfst auf dem Dachboden. Das ist gemütlich. Du darfst nicht vergessen, den Kopf einzuziehen, wenn du die Treppe hochgehst. Gute Reise, Jena. Bis bald. Matzke. Gleitblick. Im Namen seiner Majestät, der Radovid des Fünften, König von Redanien, der Inhaber dieses Dokuments, ist berechtigt, den Ponta bei den Blockaden unbehindert zu... Niemanden. Hä? Was laberst du? Aber hallo, Gurkel. Maximal mit mir reden. Maximal rede ich mit mir selber. Dieser Gestank. Ah, warte mal. Okay, tschüss. Das ist mein Schwert. Komm. Hau. Oh oh. Stop. Ich muss es zerstören. Sehr gut. Aufsammle, aufsammle. Oh, ich glaube, ein Waffenreparaturset habe ich ja noch. Ey, darf ich. Ich hab ein neues Steuerschwert.
Achso. Was hat das denn? Irden? Zubehörer von Manuiden? Das hat er noch nicht, oder? Oh ja, einiges besser als. Prozent Chance auf Bluten. Chance auf Verbrennen. Wäre was. Die gefällt mir. So, jetzt hier noch. Vergiften. So. Mit dem Mama bis Hotel ist wieder. So. Red Carter. So, noch das Fragezeichen hier. Und dann haben wir endlich fast schon Achsenfurt erreicht. Ein Banditenlager ist ein Banditenlager ohne Banditen? Was? Ist der schon mal. Hab ich. Ist der schon mal aufgenommen? War von mir aus. Was ist ausgerottet? Hm. Wer da ist, eins töten kann. Will ich es töten? Ja, ich will es töten. Ey! Stirb, stirb, stirb. Stirb, 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 stirb. Stirb, stirb, stirb. So. Mach doch mal das scheiß Schwert weg. Bist im Weg. Ich hab gesagt, bist im Weg. Arschloch. So. Ich will noch Ochsenfurt, ich will noch Ochsenfurt. Hier unten. Ja, diese völlig unten im Weg stehen müssen. Ihre und Heimatland. Lang lebe Radovid! Lang lebe Radovid! Nein! Jetzt dahin! Ich bin auf dem Weg! Tschüss, Necke! Scheiß Kent! Oh, warte mal! Halt! Kein Durchgang! Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein!
Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Du kannst passieren. Das ist erstickend. Aha, das sieht interessiert bei den Pass doch auf. Guck dir das an. Guck's dir an. Mutant. Was? Ach, die Männer von Hurensohn. Geschenke. Okay. Achtung, Trolle! Achtung. Es wurde ein Troll östlich von Ochsenfurt gesichtet und gehört am linken Ufer des Pontas. Besagter Troll soll redanische Marschlieder singen. Vermutlich handelt es sich hierbei um ein nilfgaardisches Ablenkungsmanöver. Es wird empfohlen, dieses Gebiet zu meiden, bis sich die entsprechende Abteilung der Streitkräfte seiner Majestät des Problems angenommen hat. Sollte es jedoch ein Zusammentreffen mit dem Troll kommen, wird empfohlen, sich regungslos zu verhalten, möglichst dicht über den Boden zu kauen und den Kopf mit den Armen zu schützen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bestie dann nicht angreift, dass sie das Opfer möglicherweise mit einem Stein verwechselt. Berton Bertolomeo, Obmann der Garnison. Auftrag: Monster in Ochsenfurt. Auf Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers, König Radovid des Fünften, ist jeder fahrende Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich auf die Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Die fragliche Bestie hat die Wiege der menschlichen Intelligenz besudelt, die Stadt, auf deren Territorium sich die älteste aller Akademien befindet, Ochsenfurt. Wer sein schändliches Treiben ein Ende macht, wird mit voller Großzügigkeit des Königs und Kommandant des Stadtregiments Ochsenfurt. Auftrag: Bestie im Wald von Ochsenfurt. Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht, denn sie wird für ihn von Interesse sein. Ritter und Veteran zahlreicher Kriege gibt hiermit Folgendes bekannt. Aus Sorge um die ansässige Bauernschaft, die schrecklich unter den Angriffen eines Monsters leidet, welche offenbar im Wald bei Ochsenfurt haust, habe ich beschlossen, demjenigen eine Börse voller Novigrader Kronen zu geben, der die Bestie erschlägt. Wer aber ohne Trophäe zu mir kommt, der soll kein Gold erhalten, sondern einen Tritt, der ihn sein Leben lang Lebtag nicht mehr schmerzfrei sitzen lässt. Hans von Sidaris, weltberühmter Glücksritter, wird doch immer auf. Okay. Voll dort also.
So, nächste Runde, nächste Rep. Mein Dank, König. Ich, Wenzlau Havelcock, möchte unseren lieben König Radovid nun auch dafür danken, dass er die Akademie von Ochsenfurt geschlossen hat. Endlich bringt ein Herrscher den Mut auf, diesen Hort der Freidenkehrerei und Weltläufigkeit einen Riegel vorschieben. Und dieses Pack von tunichtguten Pseudo-Intellektuellen und Edelisten dahin zurückzuschicken, wo sie hergekommen sind. Lang lebe Redanien samt seiner geschätzten traditionellen Werten. Gewinnt, Spiel gegen mich. Stjepan wird. Hast du schon alle Gewinnspieler besiegt? Glaubst du, dass du bereit bist für die Besten der Besten? Dann tritt gegen Stjepan an. Der ist so gut, dass es scheint, als würde er die Karten von selbst spielen. Weitere Informationen in der Alchemie-Taverne in Ochsenfurt. Achtung, Schwindler treibt sein Unwesen. Ah, juckt. Achtung, Landsleute. Fallt nicht auf die Phrasen und falschen Prophezeiungen eines sogenannten Wahrsagers in Benkelheim herein. Dieser Mann nennt sich selbst Wissender, ist aber in Weissagen der Zukunft genauso gut wie ein zahnloses Dorfweib. Denn er ist nur darauf aus, den Leichtgläubigen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Lasst euch von ihm nicht über den Tisch ziehen. Das wird nur ermutigen. Das wird ihn nur ermutigen. Ah ja. So. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Also, vielleicht suche ich mir was aus. Was ist das? Nimm mein Ohr. So. Also. Ja, Gott, ich mache aber gleich Schluss, ey. Ich mache mit dir Schluss, Geralt. Und zwar stellen wir uns jetzt. Hier, hä? Irgendwo in die Nähe? Komm, die besten Waren diesseits des Ponta. Ah ja, hier kommt mal. Weißhaar, hast du meine Waren schon gesehen? Und hier machen wir für heute Schluss. Also dann, liebe Freunde. Ich sage mal wieder, ciao, McV. War wieder nett. Moment, wir sprechen noch zusammen. So, also, was wollte ich sagen? Ah, genau. Ich mache dann mal Schluss für heute. Wieder mal. Und sage damit, arrivederci und tschüss. Sayonara.